Ich habe jetzt gedacht, ich habe schon drei Videos veröffentlicht. Heute eins auf dem Michel-Kanal, falls ihr das sehen wollt, anschnallen. Und jetzt habe ich mir gedacht, mache ich einfach einen Livestream, weil es einfach viel Spaß macht. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend. Das geht auch wirklich kurz heute, aber wir müssen drüber reden. Und bevor jetzt da irgendwie die Leute es noch nicht so mitkriegen und dann das irgendwie aufschnappen und dann völlig gaga Panik laufen, tatsächlich will wohl die SEC 2 Milliarden Dollar von Ripple als Ausgleichszahlung für in einem Fall ohne Betrug. Also, was haben wir jetzt gesehen? Natürlich, der Markt ist total zusammengebrochen. XRP hat einen halben Cent nachgegeben. Voll der Burner. Leute, es ist nicht mehr zu fassen. Diese Regulierungsbehörde, das ist nur noch ein Witz. Es ist unglaublich, was da passiert und wie es passiert. Es ist vor Lächerlichkeit kaum noch ertragbar. Aber das ist nun mal Kern-Content hier auf meinem Kanal. Und habe gedacht, jetzt suche ich euch mal ein paar Dinge raus und red mit euch drüber. Also seid mir nicht böse. Ich werde dann hier die Aufnahme laufen lassen. Ich werde es jetzt praktisch genauso durchgehen wie in jedem anderen Video. Und dann werde ich das dann morgen früh noch veröffentlichen für alle, die jetzt da das nicht mitbekomme, dass jetzt ein Livestream ist. Ja, also nicht böse sein, ich werde es jetzt praktisch mal gleich mal mit verwenden. Aber danach gehe ich dann auf die Kommentare ein. Aber jetzt gehen wir mal zu den News. Und bevor ich das tue, wollen wir nochmal schnell Hallo sagen hier, oder? Hey Diana, ja, die Mädels habe ich schon. Die Mädels sind natürlich immer schneller als die Jungs, ne? Diana, Manja, Katrin, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. So spät noch ein Live. Ja, na klar, Katrin. Das geht auch relativ geschmeidig schnell. Hey, was heißt hier schon wieder? Ach so, ihr Mädels, unterhaltet euch. Ey, Muna ist auch dabei. Guten Abend. Megadonia, Rex, Moinsen, Fuad, Grüße in die Schweiz. Du und Stefan, ihr seid meine zwei liebsten Schweizer. Ich kann es nicht anders sagen. Endlich auch zum Livestream geschafft. Freue mich, dass du dabei bist, Fuad. Wir schreiben ja ab und zu auf Twitter miteinander. Sehr schön. Naben Benno, Sandman, hallo, Steffen, moin, Chris auch da, The Simon, guten Abend, auch dir, mein Bester. Doch so wenig. Ja, das ist doch nix, oder? Warum nicht 9 Milliarden? Ja, klar. Warum nicht die 40 Milliarden einfach nehmen und dann sagen, komm, 24 Milliarden wollen wir jetzt, ihr verkauft alles vom Escrow. Ich komme schon vor wie auf irgendeinem Basar, hey, wenn ich solche Summen lese. Aber warum das völlig unrealistisch ist, da habe ich ganz zum Schluss noch eine nette Meinung von einem ehemaligen Anwalt der SEC, der in der Strafdurchsetzung gearbeitet hat. Habe ich auch noch gerade eben gefunden. Servus Sebastian, Clemens, hallo. Schön, deine Stimme zu hören, mein Bester. Vielen lieben Dank. Schön, dich zu lesen. Milo, SEC braucht man die eigentlich jetzt im Ernst? Ja, grundprinzipiell ja. Ja, muss ich so sagen. Die Wertpapieraufsichtsbehörde ist zwar unter Gary Gensler völlig zu einer Witzbehörde geworden, aber sie war halt bis Gary Gensler die gefürchtetste Behörde weltweit. Weltweit. Das darf man nicht unterschätzen. Servus Mario. Nach Österreich. Schön, dass du da bist. Matthias, heute Video 3 von dir. Ich sehe doch mehr als meine Frau. Moin Olli und in die Runde. Danke dir. Oh, ihr schreibt schon wieder so fleißig. General Toast. Guten Abend auch dir. Was gibt's Neues? Na ja, gut, gibt's einiges. Kommen wir gleich drauf. Marvin, Abend. Holger Block, Nabend. Philipp, hey. Fasterix, Moinsen, 2 Milliarden Mittelfinger. Jo. Gary Gensler. Grüße aus Köln von Milo an Milo. Mr. Crypto, voll den Schaden, der Gary. Ja, ja. Guten Abend, Jürgen. Grüß dich. August, hallo. Servus, schön, dass du dabei bist. Schummi, moin. Werden sie niemals durchsetzen können. Werden sie auch nicht kriegen, aber komme ich gleich drauf. Lars Wickenberg, guten Abend. Tobias, Gruß an alle. Luck ist offen, der Herr Gary Gensler. 2 Milliarden. Weißt du, was genau ist zu den 0,00001 Payments?
auf dem XRP Ledger. Habe jetzt gar nichts mitgekriegt, aber das ist ja wohl die Fee, die wir ja sonst immer haben. Also die Gas-Fee, die pro Transaktion. Nabend Franklins. Der XRP-Preis wird absichtlich tief gehalten, damit Torres tiefe Strafen aussprechen kann. Das ist eine nette Theorie, sage ich jetzt mal so. Das ist eine nette Theorie. Die gefällt mir. Nehme ich so. Weil wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Dann sehen wir, was passiert. Servus, Dieter Hilbiger. Uchi, moin. Ich klage auch. $33 XRP-Preis. Ripple, zack, zack. Mario, was ist, wenn der Bullrun kommt und der dritte Weltkrieg ausbricht, haben wir nichts mehr davon. Mein Gefühl, es geht in diese Richtung. Mario, ja, da habe ich ja schon des Öfteren drüber gesprochen. Die Gefahr des dritten Weltkriegs beziehungsweise eines Kriegs gegen Russland können wir nicht außer Acht lassen, aber da geht es heute nicht einmal nicht. Geht's heute mal nicht drum. Ja, da können wir morgen nochmal ein bisschen drüber politisieren, aber jetzt nicht in dem Livestream. Sei mir nicht böse, okay? M. Tuxoma. Servus. Läuft die Übertragung? Ich habe hier eine 0% Übertragung angezeigt. Könnt ihr mir mal Feedback geben, bitte? Lasst doch mal bei Herzen raus, ob das funktioniert. Ton sollte auf jeden Fall funktionieren. Aber bevor jetzt hier das Internet ausspinnt, geht wieder. Doch, okay, läuft, danke. Läuft wieder, danke. Okay, hakt manchmal. Ey, tut mir leid, wir haben hier im Haus... Sorry dafür, ein wenig ein Problem. Komischerweise fällt es immer so zusammen mit Besuchen von der Telekom, ob wir nicht einen Glasfaseranschluss wollen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Regel 39. So, jetzt gehen wir mal in die News. Und wie gesagt, nicht böse sein. Ich werde jetzt mitschneiden und werde dann das als Video dann morgen veröffentlichen. Okay, ich möchte bloß die Leute... Lastwing ist das nicht so genannt. Das ist jetzt nicht Thema. Nein, sehen wir am Preis nicht. Ganz schnell wegen dem Video heute, Lars. Ich weiß nicht, ob du den Kommentar heute geschrieben hast unter dem Video. Es geht darum, dass ein Zahlungsdienstleister, der mit Ripple arbeitet, Anschluss hat er 500 Millionen mobile Accounts. Wir sind noch nicht in der Anwendung. Bleibt ruhig. Das ist genau das, was ich immer sage, was im Hintergrund läuft. Da werden Partnerschaften aufgebaut. Und ich glaube, wirklich, und ich sage das jetzt nicht einfach so, ich glaube das tatsächlich, flip the switch. Von einem Schlag auf den anderen wird die Anwendung kommen. Wenn alle bereit sind, werden die den Schalter umlegen. Und es geht dann nicht einmal für Ripple aus, das geht dann einfach von den Zentralbanken aus, von Bank für internationalen Zahlungsausgleich oder vom internationalen Währungsfonds. Oder eben von der Weltbank. Oder was weiß ich, Regierungen, die einfach sagen, okay, jetzt müssen wir losstarten. Dann wird zack, dann wird umgelegt und dann sehen wir innerhalb von einer Woche, wie das rasant losgeht. Das ist meine Meinung. Aber bis es so weit kommt, muss das Netzwerk stehen. Und da arbeiten alle dran. Nicht nur Ripple, auch Stellar Lumen, da arbeiten alle dran. Darum müssen wir die Fortschritte betrachten. Ich meine, bevor ein Flughafen einfach einmal in Betrieb geht, dann muss halt erst einmal eine Landebahn gebaut werden und die ganze Elektronik verlegt und der Tower baut und die ganzen, du weißt, was ich meine. Also, Geduld. Geduld ist eine Tugend. Ein Hänger läuft wieder. Okay, danke. Fuhrt mit maximal 200 Millionen Strafe wird Gensler sich zufrieden geben müssen. Ja, da habe ich ja schon im Livestream, glaube am Samstag, habe ich darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass Gary Gensler jetzt wirklich langsam mal ein bisschen die Zeit ausgeht, um hier noch einigermaßen mit einem vernünftigen Abschnitt seiner Leistung als SEC-Chair eben rausgehen zu können. Und da braucht er irgendwas und da braucht er vor allem einen Scheck. Da braucht er irgendeinen Erfolg. Und wie gesagt, ich komme mir vor wie auf dem Bazar. Ich will 2 Milliarden. Ripple sagt, du kriegst 100 Millionen oder was. Wir haben ja aufgelistet $700 Millionen, komme ich gleich noch drauf. Aber jetzt geht es schon zu weit, das will ich ins Video packen, Leute, seid mir nicht böse. Okay, wisst ihr was? Ich fange jetzt einfach mal an, ne? Machen wir es doch so. Also, dann
vom Livestream rein in die News. Wir machen das jetzt ganz schnell und einfach. 200 Milliarden Dollar will die SEC. Wie kommen wir drauf? Wie haben wir das jetzt erfahren? Naja, James K. Phelan. Der hat ja, Moment, wollen wir da nochmal zurück, Freunde, hat ja am 23. März diese Nachricht rausgehauen auf Twitter. Ich mache das mal ein bisschen größer für euch. Die SEC hat seinen Schriftsatz im Zusammenhang mit den Einleitungsmaßnahmen und die Belege unter Verschluss eingereicht. Bis spätestens 26 werden wir diese sehen. Naja, gut. Konnte es einer nicht erwarten. Und zwar Stuart Eldarotti, Chief Legal Officer von Ripple, hat dann diesen Tweet veröffentlicht. Wie Sie sehen werden, wenn der Schriftsatz der SEC morgen veröffentlicht wird, fordern Sie den Richter um 2 Milliarden Dollar an Geldstrafen. Unsere Antwort wird im nächsten Monat eingereicht, aber wie wir alle immer wieder gesehen haben, handelt es sich um eine Regulierungsbehörde, die mit Aussagen handelt, die falsch charakterisiert und darauf ausgelegt sind, in die Irre zu führen. Hier sind sie ihrer Form treu geblieben. Anstatt das Gesetz gewissenhaft anzuwenden, ist die SEC weiterhin darauf bedacht, Ripple und die Branche insgesamt zu bestrafen und einzuschüchtern. Wir vertrauen darauf, dass der Gerichtshof die Phase der Rechtsbehelfe fair angehen wird. Davon ist auszugehen. Denn, wie wir wissen, haben schon mehrere Richter eben ein paar Aussagen rausgelassen, dass es der SEC an teuer Treue zum Gesetz fehlt oder dass sie heuchlerisch sind, dass sie nicht wissen, was sie sagen, weil sie ihre Position immer wieder hin und her huppen. Und dann natürlich ganz frisch Debbox, in dem der Richter in einem 80-seitigen Urteil der SEC einfach zwischen die Hörner schlägt und nicht schön und denen einfach klipp und klar aufgezeigt hat, dass sie lügen vor Gericht oder unter Eid mit schriftlichen Aussagen. Kann man sie gar nicht mehr ausmalen. Brett Garlinghaus hat darauf reagiert und das nach 5 Minuten, nachdem Stuart Eldarotti diesen Tweet veröffentlicht hat. Gensler's SEC hat wiederholt außerhalb des Gesetzes gehandelt und blieb nicht unbemerkt von Richtern, die die Behörde wegen eines groben Missbrauchs der ihr vom Kongress anvertrauten Macht, der Box, und wegen ihres Handels ohne Treu zum Gesetz, Ripple, ermahnten. Vergessen wir auch nicht Genslers mangelnde Aufmerksamkeit für SBF. Fraud. Weltklasse. Die SEC plant, die Richterin um 2 Milliarden US-Dollar in einem Fall zu bitten, in dem es keine Vorwürfe, geschweige denn Erkenntnisse von Betrug oder Rücksichtslosigkeit gab. Dafür gab es absolut keinen Präzedenzfall. Wir werden die SEC weiterhin als das entlarven, was sie ist, wenn wir darauf reagieren. Also ist der Schriftsatz wohl schon grob geschrieben. Den Ripple dann eben am 22.04. glaub, ist der Termin veröffentlichen wird. Lassen wir uns mal überraschen, wie scharf das geschrieben wird, denn wir wissen ja alle, dass das Anwaltsteam von Ripple ein Stück schärfer ist als die der SEC. Chris Larsen, ehemals Chef bei Ripple. Genslers SEC ist aus den Fugen geraten. Dies wird und sollte in einem Wahljahr nicht unbemerkt bleiben, da die SEC im Alleingang glaubt, über dem Gesetz zu stehen, was die USA weiter hinter andere G20-Länder zurückwirft. Auch da sehen wir die Verwerfungen und dieses Regulation by Enforcement. Es gab keinen Betrug in diesem Fall. Darauf hat John E. Deaton immer und immer wieder hingewiesen. Während es genug Fälle in Amerika gibt, in denen betrogen wurde. Und da wurden natürlich auch Strafen oder Androhungen ausgesprochen, Klagen eingereicht und dann hat man sich geeinigt. Da komme ich gleich nochmal drauf, wie das denn in der Regel so aussieht. Aber da geht es eben um Bankster. Naja,
Gut. Herr Huber hat auch reagiert mit dem ersten Beispiel. Gruß in die Schweiz. Das ist absolut lächerlich. Die SEC einigte sich mit Block One auf ihren 4 Milliarden Dollar ICO. Scam, Freunde. Naja, gesettelt für 24 Millionen Dollar. Und da sehen wir, wo die Reise wohl hingehen wird. Natürlich Block One waren dann platt. Die haben natürlich nicht mehr so viel Geld gehabt. Aber wir sehen natürlich das Ganze drumherum. Library-Fall sehen wir auch. Was denn eingeklagt wurde und dann wurden ein paar hunderttausend Dollar bezahlt. Auch die waren platt. Ist Ripple natürlich nicht. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, warum denn 2 Milliarden? Wir reden ja über institutionelle Verkäufe im Wert von 700 Millionen Dollar. Jetzt dürfen wir aber eine Sache auf jeden Fall betrachten. Und zwar, dass nur 5% in Amerika abgewickelt wurden. Wenn es also wirklich so ist, ja, dass 35 Millionen Dollar über institutionelle Verkäufe, diese Verträge, die laut Annalisa Torres ja als Securities angesehen werden können, wenn das eben jetzt der Betrug war in Amerika, worüber reden wir dann? Dann können wir ja maximal über 70 Millionen Dollar sprechen. Auch Johnny Deaton hat gesagt, dass die Klage oder die Abhilfemaßnahme, die Strafe für Ripple definitiv geringer sein wird als die Anwaltskosten des Unternehmens. Und da reden wir halt über 200 Millionen Dollar. Es ist gar nicht mehr auszuhalten. Jetzt kommen wir zu Crypto Law, eben der Firma von John E. Deaton, der sich noch nicht geäußert hat, der ist mit Wahlkampf beschäftigt. Eine 300+-prozentige Abhilfe für das Versäumnis, eine Verkaufskategorie zu registrieren? Kein Betrug, kein Schaden für Investoren. Dafür gibt es keinen Präzedenzfall und keine andere Rechtfertigung, als eine ganze Branche zu terrorisieren, weil sie es wagt, sich vor Gericht zu verteidigen. Und da bleiben wir gleich bei Crypto Law. Die SEC hat bei XRP-Verkäufen über öffentliche Börsen verloren. Sie haben bei Grayscale verloren und sie wurden sanktioniert, weil die SEC das Gericht belogen hatte im Fall Debtbox. Und das jetzt? Füge Bosheit und Rache zu jedem anderen negativen Etikett hinzu von Gary Gensler, eben von Vorrichtern und überparteilichen Kritikern oder für, besser gesagt. Da sehen wir mal, wie der Typ tickt. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Bill Morgan hat ebenso reagiert. Die SEC schließt in ihren Fällen gegen Kryptounternehmen und Projekte immer wieder über das Ziel hinaus. Die Tatsache, dass sie 2 Milliarden Dollar an Bußgeldern und Strafen fordert, war zu erwarten. Auch das stimmt. Kriegen die jetzt die 2 Milliarden, wie schon geäußert? Ich glaube nicht. Das ist wie auf einem Basar. Der Teppichhändler will jetzt 2 Milliarden für den Perser und ich sage, ich zahle 10 Millionen. Und dann geht's los. Hin und her, Gummibär. Hätte, hätte, Blockchain-Kette. Die 2 Milliarden wird niemals gezahlt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass argumentativ oder in Gary Genslers, was auch immer zwischen den Ohren ist, die Idee kam, naja, die veröffentlichen 1 Milliarde, hauen sie raus vom Escrow und dann geht halt nichts mehr zurück in den Escrow. Das sind schon mal, bei denen werden jetzt 600 Millionen Dollar. Naja, und das machen wir jetzt mal 3 und dann, die Argumentation kommt immer. Aber ich glaube mal so, nicht einmal Gary Gensler, der ja Blockchain am MIT und gelehrt hat, der weiß, dass XRP Ledger nicht dezentral ist. Ganz egal, was irgendwelche Bitcoin-Maxis behaupten. Meine Meinung, mein Kanal. Nicht einmal der kommt auf die Idee. Aber die 2 Milliarden, das ist Basar, Freunde. Und jetzt komme ich einmal zu der Wahrscheinlichkeit, ob die SEC denn diese Summe bekommt. Denn ein Anwalt, ehemaliger Anwalt, der bei der Strafverfolgung der SEC gearbeitet hat, hat sich auch geäußert. Hochinteressant. Und da komme ich nochmal zu einem meiner Lieblingsschweizer, Stefan Huber. Was habe ich dir gesagt? Absolut lächerlich. Ich meine, die SEC,
die JP Morgan nicht einmal aufgefordert hat, die Hälfte davon für nachgewiesenen Betrug, Korruption, Bestechung und Marktmanipulation zu zahlen. Da haben wir den Betrug. Ed Mark Fagel. Und hier hat er ein paar Sachen veröffentlicht und hat einfach hier gesagt, hier waren die Klagen, die wollten 264 Millionen, dann wollten sie noch mehr. Und das alles ist immer weitaus unter der Hälfte für dem, was eingeklagt wurde, gesettelt. Und Mark Fagel hat reagiert. Absurd hohe Zahl. Und sie werden nicht annähernd so weit kommen. Vermutlich in der Hoffnung auf ein Split-the-Baby-Ergebnis, aber ich sehe nicht, dass das passieren wird. Ich auch nicht. Ich glaube, keiner wird sehen, dass hier nochmal, ich bleibe dabei, Gary Gensler läuft die Zeit davon, er braucht für seinen Lebenslauf noch irgendeine Art von Erfolg und ich denke, dass Ripple, wenn die Wahlprognosen einkommen und Donald Trump nächster Präsident der Vereinigten Staaten wird, hat Gary Gensler keine Zeit mehr, um mit einem Erfolg eben in den Sonnenuntergang zu reiten, auf welchen Esel der das dann auch machen will. Keine Ahnung. Sollte John E. Deaton gewinnen? Naja, okay, lassen wir das. So, und das war es jetzt mal über die News. Und wenn euch gefällt, was ich tue, schreibt in die Kommentare, Freunde. Und jetzt gehen wir zurück in den Livestream. So, da sind wir wieder. Wo sind denn meine Kommentare hin, Freunde? Wollen wir da mal gucken, wo die hin sind? Ups, Freunde, die habe ich zugemacht. Da muss ich da gleich nochmal rein. So, da geht nochmal Vollbild. Ich kann ja gar nicht lesen, was ihr geschrieben habt. Sodala, Moment. Habe ich das? Ich habe euch geixt. Ich habe euch tatsächlich geixt, Freunde. Gibt's das? Ist das unglaublich? Ich habe euch geixt. So, da muss ich euch mal wieder herholen. Dann könnt ihr gleich mal live zugucken, wie das so vonstatten geht. So, ich hoffe mal, dass das jetzt schon mal aufschlussreich war, was ich euch gezeigt habe. Damit ihr wisst, worum es geht, wenn wir über dieses Thema sprechen. Mal schauen, wer noch alles da ist. So. Leute, unser Gary, ja? Unser Gary. Was soll man da sagen? So, da bin ich wieder. Jetzt kann ich mich wieder konzentrieren. Gleich mal ein wenig lesen hier. So, ist das doch nicht zu glauben, oder? Ist das zu glauben? 2 Milliarden Dollar? Ich weiß nicht. So, jetzt gehen wir die Kommentare noch schnell durch. Vielleicht noch ein paar Worte und dann sind wir aber schon am Ende. Ha? Dann hören wir auch schon auf mit dem Livestream. Morgen gibt es ja wieder den vollen. Je nachdem. So, wo waren wir denn jetzt? Mit Max 200 Millionen. Ja, stimmt. Stimmt, Fuhr. Glaube ich auch. 250 vielleicht. Ich meine, Brad Garlinghouse ist extrem euphorisch, was das alles angeht. Und er weiß, dass sie letzten Endes mit so einem mini-blauen Auge davonkommen. Er hätte vielleicht nicht erzählen sollen, dass sie 1 Milliarde Dollar Cash haben. Aber gut, das war natürlich vor dem Kauf von Metago. Dürfen wir auch nicht vergessen. Aber trotzdem warten wir ab, was rauskommt, oder? Moin, Olli aus Hamburg. Vielleicht mal den Trump fragen, wie man Strafzahlung drittelt. Ja, ich weiß nicht. Ich hab das gar nicht verfolgt. Der hätte doch heute seine 264 Millionen Dollar oder was war, Strafe zahlen sollen. Lars, okay, danke für deine Erklärung. Schau dich verdammt gerne. Vielen lieben Dank, Lars. Vielen lieben Dank. Bonnie, zu so später Stunde, was ist passiert? Sind wir endlich reich? Ich glaube nicht, Bonnie. Ich glaube nicht. Aber 2 Milliarden Gründe gab es gerade. Pierre, hat nur 10 Sekunden gehackt. Dann guten Abend, mein Lieber. Keine Panik, gut Ding braucht Zeit. Ja, aber hey, Grüße in die Runde. Kevin ist da. Kevin, hey. Schönen guten Abend, mein Bester.
Hast du das mit den 2 Milliarden gelesen? Habe ich da gerade gezeigt auf Twitter. Stuart Alderotti, können wir davon ausgehen, dass es eine, das ist, stimmt. Wenn es der Chief Legal Officer veröffentlicht und 5 Minuten da, später dann Brett Garlinghausen mit einem Zweiteiler-Tweet reagiert, dann wissen wir, was los ist. Wird ja immer mehr. Ja, das kriegen die im Leben nicht. Bostelinio, guten Abend Olli und liebe Community. Die SEC bekommt sicherlich, nein, natürlich nicht, die haben doch eine Macke. Das wird krachend reduziert. Ich schätze, dass es vielleicht ein Viertel davon wird, wenn überhaupt. Nein, nicht einmal das. Ich denke mal, nicht einmal das. Nee. Das ist Bazar jetzt. Das ist Bazar. Sorry. Vielleicht aber auch mein erster Gedanke. Ich sage euch mal meinen allerersten Gedanken, als ich das gelesen habe. Xande. Ganz lieber Gruß geht raus. Du warst der Erste, durch den ich draufgekommen bin. In der Telegram-Gruppe von uns Kanalmitgliedern. Der erste Gedanke war, jetzt wollen sie setteln. Jetzt wollen die setteln. Jetzt, deswegen Bazar. Jetzt wollen die setteln. Das ist jetzt das erste Zeichen und ich glaube, je nachdem, aber Stuart Alderotti hat ja sehr klar gemacht, dass das Schreiben relativ substanzlos ist. Also Substanz ist drin, auf jeden Fall, aber nicht so weit, nicht so viel, wie es Gary Gensler gerne hätte. Und wie gesagt, das Anwaltsteam von Ripple ist zackenschärfer als die der SEC. Ist die Berechnungsgrundlage von SEC bekannt? Nee, ist es nicht. Ja, keine Ahnung. Berechnungsgrundlage sollte eigentlich sein, die 700 Millionen Dollar, die über die institutionellen Verträge over the counter verkauft wurden. Aber nochmal, ich bleibe dabei. 5% dieser Geschäfte wurden in den USA getätigt, wenn es vielleicht 10% waren. Aber wie ich von 70 Millionen Dollar auf 2 Milliarden komme, wie gesagt, das sind auch diese 300%, was glaube Bill Morgan ja angesprochen hat oder Cryptolaw. Warten wir ab, was genau drinsteht. Es wird morgen noch einmal durch Twitter durchgearbeitet werden. Es wird viele Anwälte geben, die das durchlesen und dann werde ich das verfolgen und dann gibt es nochmal Nachschlag natürlich morgen im Video. Ich habe mal gerade überlegt, ich werde das nicht, was ich jetzt dazwischen aufgenommen habe, werde ich jetzt nicht veröffentlichen. Das mache ich extra. Mal ein bisschen den Charme des Livestreams jetzt wirklich so belassen, wie er ist. Oder? Moin Oliver, gerade zugeschaltet. Beim Lesen deines Streams-Titels habe ich ungelogen einen Lachkrampf bekommen. Ja, hey. Danke für deine spontanen Streams, wenn etwas Wichtiges passiert ist. Dein immer, na klar, hey Leute, ist doch logisch, oder? Sorry, selbstverständlich. Die Summe zeigt mir eindeutig, dass die SEC einen kompletten Realitätsverlust hat. Definitiv. Bin ich auch bei dir. Mir wird das zu viel, schaue Ende des Jahres nochmal nach an. Hi, hier XRP Polska. Grüß dich, mein Bester. Matthias, der Gary hat YouTube verklagt und für die Kommentarsektion ist nun keine Kohle mehr. Apropos verklagt, ich habe morgen als kleine Vorschau. Ich habe gerade gelesen, dass das eine Institution hat, die SEC verklagt. Da gehe ich morgen im Video nochmal drauf ein. Vielleicht tue ich das in eins, vielleicht mache ich auch zwei. Muss mal gucken. Hab gerade wegen, bin ein bisschen aus meinem Stimmungsloch raus. Also da bin gerade ein bisschen heiß drauf. Geht auf den Deutschen Michel, schaut euch das Video vor heute an. Ihr dreht am Rad, Leute. Ihr dreht am Rad. 2 Milliarden ansetzen, um 500 zu bekommen. Jo, kann sein. Chris, gerne. Tobias, vergesst das Liken nicht. Ja, lasst doch mal Like da, Freunde. Lasst mal Like da. Glaubst du an eine Trap heute oder denkst du, es geht jetzt wieder hoch? Ich habe es heute im Video angesprochen. In einem der beiden. Es kann eine Falle sein. Wir sind immer noch vor dem Halving, Freunde. Wir sind immer noch vor dem Halving. Und weiß ich nicht. Ich bin Hodler. Ich sag dann einfach immer, ich bin Hodler. Ich kauf, ich halt. Egal was passiert, ist mir egal, durch Augen zu und durch.
Augen zu und durch. Was soll man denn, soll ich jetzt rumtraden, weil ich denke, das ist eine Falle und dann ist doch nicht so und verliere Geld? Nein. Trump-Kaution wurde von 450 Millionen auf 175 gekürzt. Ja, Strafe oder Kaution? Das ist jetzt der Unterschied. Wann wird Frau Torres das letzte Wort haben, wenn die Streithähne hin und her kämpfen? Ja, nach einfach schätzungsweise Juni, Juli. Die hat immer so 6 Wochen braucht. Ripple reagiert jetzt bis, ich glaube, 22.04. Dann hat die SEC nochmal die Möglichkeit zu reagieren. Ich glaube, dass Ripple wieder einen Antrag einreichen wird, um dann auf das zweite Schreiben zu reagieren zu dürfen. Vielleicht. Ja, das ist dann im Mai und dann 6 bis 8 Wochen. Und dann wird Annalisa Torres ihr Urteil raushauen. Wobei ich immer noch der Meinung bin, wenn bis dahin kein Settlement kommt, dann geht es in Berufung. Dann geht es einfach in Berufung. Punkt. Das bringt man entweder im Vorfeld raus. Und da müssen wir halt auf die Argumentationen der beiden Parteien eben achten. Wie Ripple reagiert jetzt auf das Schreiben morgen. Das wird interessant. Mal wieder. Hallo, hi Tom. Mal wieder typisch Vollmond und der Markt pumpt, die nächste Vollmond fällt aufs Halving. Echt? Ich glaube, das ist um meinen Geburtstag rum, oder? Wemix, hallo, denkst du, bei XRP passiert erst als ab Deadline was oder kann noch diesen Monat noch was kommen? Oh, da bin ich echt sowas von, ich muss es so sagen, gechillt. Ich bin da echt gechillt. Wenn ein Settlement rauskäme, würde es einen Pump geben. Wenn immer mehr News kommen und dann die Anwendung mal startet, dann wird es losgehen. Oder die Abstimmung eben des AMM. Ich glaube, die ist sogar schon durch, um das zu fixen, das Problem. Das bedeutet, dass jetzt Sandbox-mäßig werden jetzt Testläufe durchgeführt, dass das eben nicht mehr passiert. Aber ich bleibe bei meiner Kritik gegenüber Ripple X ganz klar. Die hätten es vorher testen sollen. Da ist Geld verbrannt worden von Retailern, denen man eigentlich nur vorwerfen kann, dass sie da vielleicht ein bisschen zu unbedacht waren. Aber trotzdem, das Problem des AMM ging ein bisschen tiefer. Wenn das mal läuft, und ich habe heute im Video nochmal darauf hingewiesen, warum der AMM so wichtig ist. Kann schnell gehen, wenn irgendwelche Leute denken, jetzt könnten wir mal loslegen, ja. Aber ich glaube nicht heute Nacht mit dem Schriftstück, was jetzt morgen veröffentlicht wird. Das glaube ich mal eher nicht. Aber hey, wir sind in einem verrückten Markt investiert und trotz aller Volatilität und allem drum und dran bin ich sehr zuversichtlich, dass das wird alles noch geklärt. Stablecoin-Gesetzgebung, der Streit mit der SEC, alles wird geklärt. Auch die Geschichte mit Ethereum, auch da wird die SEC nicht gewinnen können. Das funktioniert einfach nicht. Wir dürfen auch eines nicht vergessen, wir müssen mal auf das Klageschreiben der SEC warten im Fall gegen Ethereum Foundation. Was wird denn hier beklagt? Der ICO, also vor dem Merge oder nach dem Merge? Mehr interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber da der General Inspector natürlich jetzt hier eine interne Untersuchung fast abgeschlossen hat, kann ich mir vorstellen, dass es vor dem Merge sein wird. Nach dem Merge würde ich als Anwalt oder ich als Laie, ja, als Laie eher ausschließen. Warum? Die SEC musste den Spot-ETF für Bitcoin zulassen, weil sie den Future schon zugelassen hatten. Und der Future Ethereum-ETF ist ja auch schon zugelassen worden von der SEC. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt nach dem Merge klagen oder dann aufgrund dessen eben den ETF dann noch weiter in die Länge ziehen zu können. Die werden den trotzdem ablehnen am 23. Mai. Oder bis 23. Mai, aber warten wir ab, wie die Klage aussieht gegen Ethereum. Und was der General Inspector rausbekommen hat, das interessiert mich sehr.
Das interessiert mich einfach. Aber ich glaube, das geht uns ja allen so. Werden die trotzdem gegen Ethereum gewinnen? Nein, werden sie nicht. Werden sie nicht. Geldstrafen aufgrund des ICOs, das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema, Leute. Okay. Megadonia, ich tippe drauf, dass die SEC maximal 25 Millionen bekommt. Nein, ich glaube schon, ich kann, weißt du, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die so 150, 175 Millionen Dollar, dass die das einkassieren. Wenn die mit so einem Ding in eine Settlement-Verhandlung gehen, dann gibt es eine 2-Minuten-Verhandlung. Dann war es das. Dann sagt nämlich Ripple, okay. Portokasse. Das haben wir. Sind wir doch mal ehrlich. Ja? Also. CK. Hi Oliver, schön dich zu sehen. Sag mal, kann sich theoretisch der XRP-Preis von Bitcoin lösen? Ja, definitiv. Also Bitcoin fällt und XRP hebt extrem ab. Grüße aus Sindelfingen. Ja, natürlich kann es passieren. Hey, Beispiel. BlackRock sagt, 28% des Portfolios in Bitcoin. Warum? Weil vielleicht der Aktienmarkt crasht. Okay, jetzt gehen die alle in Bitcoin rein. Und dann haben wir irgendeine Krise, wir haben einen Black Swan und dann macht's Rums. Und was passiert dann? Alle Märkte schmieren ab und die Aktienmärkte sowieso. Und dann schmiert alles ab. Wir gehen in den DeFi-Bereich, wir gehen auf Crossborder, wir gehen auf Distributed Ledger Technology, alles wird digital. Und die Aktien beginnen sich zu erholen. Was will BlackRock tun? Dann bleiben keine 28% der Vermögen, nur die Empfehlung für 28% der Vermögen in Bitcoin wird fallen. Die sagen dann 5%, 10% und dann werden die Leute ihr Geld rausziehen und Bitcoin fällt. Weil bis dahin der ETF-Markt natürlich Bitcoin riesengroß sein wird. Bitcoin fällt aber nicht auf null, keine Angst. Also das ist meine Meinung, ist ja alles meine Meinung. Aber wenn DeFi läuft, Tokenisierung, allem drum und dran, ich möchte es nicht immer wieder wiederholen, was da alles auf uns zukommt, dann kann ich mir vorstellen, dass sich eben der XRP-Preis und nicht nur der XRP-Preis, sondern alle Coins, die damit verbunden sind, sich Stücke abkoppeln werden, wie jetzt der Computerchip-Markt als Beispiel. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Kryptomarkt ist jung, das ist alles nur Kinderschuhe. Wir sehen, wie der Markt sich bewegt. Aber wenn Bitcoin 2 Schritte nach oben macht, rennt er die Altcoins 2 Schritte hinterher. Wenn Bitcoin wieder runtersackt, dann rennt er die Altcoins hinterher. Das ist im Großen und Ganzen noch wirklich nicht ansatzweise sind wir da in Anwendung, dass die Projekte an sich dann Wert haben. Nie vergessen. Nie vergessen. Vielleicht meinte die Knalltüte Gary auch 2 Milliarden türkische Lira. Das kann natürlich auch sein, René. Das ist gut möglich. Helmut, servus. Was ist heute los? Naja, die SEC will 2 Milliarden Dollar von Ripple. Miha. Sorry. Schaut meinen Hut auf. War ja erstmal Kaution, die hinterlegt werden sollte auf eventuelle Strafzahlungen. Ja, das war ja die Dedikation, da musste ja jeden das, ist die angewachsen, glaube ich, um 87.000 Dollar oder so. Das ist ja immer größer geworden. Und jetzt runter auf 175. Ich habe das nicht so wirklich verfolgt. Das ist für mich einfach nur eine Hexenjagd. So Witch Hunt gegen Donald Trump. Nichts anderes. Die wollen den verhindern auf Gedeih und Verderb. Hast du schon was von Bitwarva gehört, wie es da aussieht? Nein, leider nicht. Nichts gehört. Arcadius Pück. Eine Frage. Ich will 2 Kapuzenpulli auf eine XRP und einen Quan kaufen. Wo kann ich die bestellen? Ey, da gehst du mal bitte in die Videobeschreibung informiert. Da ist der Link zu Texma. Texma-GmbH.de. Da findest du meinen Merchandise-Shop. Da kannst du das aussuchen. Ist ein bisschen umständlich, gebe ich zu. Aber da gibt es eben auch den Astronauten, den ich so mag. Und und ansonsten macht es. Dankeschön dafür. Ist eine erstklassige Qualität, muss ich echt sagen. Die Hoodies sind echt klasse. Pierre, so langsam denke ich, welche Pillen Gänzler mit Team schlucken.
Dieser Handel mit Strafen, wenn nämlich in den Urlaub in Tunesien auf dem Sog-Handelsmarkt geht los bei 1.000, endet bei 50. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Es ist Operation Choke Point 2.0. Und ich glaube, da haben sie es einfach mal übertrieben. Man kann es nicht mehr ernst nehmen. Und wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wir dürfen nicht vergessen, dass alle Richter immer mitkriegen, was da passiert, wie die anderen Richter urteilen. Und jeder, der damit beschäftigt ist, der sieht ganz klar, dass das alles einfach nur eine Show ist. Nichts anderes. Unglaublich. Ahmed Al-Nagar. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Moin, was denkst du, was morgen dabei rauskommt? Na, da kommt morgen erstmal nichts raus. Wir sehen morgen das Schreiben der SEC. Stuart Eldoraty hat ja vorher angezeigt, so was sie erwarten. Jetzt können wir mal eine Nacht drüber schlafen, lächelnd. Und dann warten wir, wenn es morgen veröffentlicht wird. Dann gehe ich da natürlich nochmal näher darauf ein. Auch die Argumentation der SEC gegen Ripple und wie sie da überhaupt argumentieren oder wie sie da überhaupt auf 2 Milliarden Dollar kommen. Ja, aber hey Leute, bitte. Arcadius, du, für was? Gerne. Gibt es bei den Klamotten auch 3XL? Wenn die dort nicht gelistet sind, Megadonia, schreib's mit rein in der Bestellung, gib da Kommentarleiste. Schreibt es mit rein. Es gibt Größe 3XL. Okay? Wir haben bloß nicht alles aufgelistet. Janik, mein Ansprechpartner dort vor Ort, der wird auch noch ein paar andere Sachen noch ändern. Dann gibt es auch ein bisschen mehr für Mädels und für Kids. Und auch, ich habe mir, Wolfsrudel und ich, wir haben uns eine schicke Jacke bestellt. ja, da gibt es dann auch was. Aber ja, so, jetzt sind wir am Ende. So viel dazu. Vielen lieben Dank nochmal, wenn du da bestellen wirst. Bin ich dir sehr dankbar. Bin spät dran, bin 40 Minuten hinter euch. Dann auf fünffache Geschwindigkeit. Und dann musst halt schneller zuhören dann. Ne? Das ist natürlich jetzt die große, das ist jetzt natürlich ganz, ganz herausfordernd. Aber jetzt sind wir trotzdem am Ende, Leute. Es waren jetzt wieder mal eine Dreiviertelstunde. War mir wichtig, jetzt schnell das live zu machen, um da mal meine Reaktion und die Reaktion da draußen mal aufzuzeigen. Und dass das halt alles erst einmal so eine Witzelgeschichte ist. Aber eben die Aussage von Mark Fagel finde ich halt sehr nice, der gesagt hat, werden die nicht sehen. Und der Mann war Durchsetzungsanwalt der SEC über Jahre. Und der kachelt sich immer ein bisschen mit Stefan Huber, was ich immer sehr charmant finde. Aber gut. Aber die machen das trotzdem mit, und das finde ich sehr schön, mit Respekt und Anstand. Da wird niemand beleidigt. So, Irene ist wie früher als Kind zu Weihnachten. Ein Kind möchte ein Pferd und am Ende bekommt es ein Meerschweinchen. Eine gute Idee. Marius, Gruß nach Karlsruhe, hat auch irgendwas in der Art getwittert und hat geschrieben, das ist wie Kinder im Süßigkeitenladen. Die wollen von allen und kriegen letzten Endes vielleicht so eine kleine Tüte Haribo oder so. Ne? Also, wenn das Auge größer ist als der Magen, dann kommt nichts rechts bei rum. Entweder Riesenrechnung für die SEC oder denen wird richtig übel. Aber gut. Eurer Mario, auch dich einen schönen Abend. Danke dir. Kasan Amin Abdullah. Hi Olli, sag mal, kann man im Ausland seine Profite auf einem anderen Konto, zum Beispiel von einem Freund rausnehmen, um nicht zu viel Steuern zu zahlen? Leute, da kriegst mich da kannst du mich triggern, Kasan. Sei mir nicht böse, da triggerst du mich total. Und ich empfehle es, ich habe es heute im Video gesagt, als es um die EU AMLR oder wie das Ding heißt, ging. Bitte. Macht nicht solche Spielchen. Bitte. Wir sind hier in Deutschland, wir haben nach über einem, also ein Jahr plus zwei Tage, sage ich immer, haben wir steuerfreie Auszahlungen. Wenn ihr da im Ausland von einem Konto zum Beispiel einen Freund rausnehmen, Leute, seid da vorsichtig. Da müsst ihr außerhalb der EU gehen zum Beispiel. Da müsst ihr das versenden und da müsst ihr trotzdem hier
bei einer ausländischen Börse oder bei der Bank zumindest wahrscheinlich trotzdem mal KYC-Verfahren machen und dann macht er da irgendwie, nein, lass das, bitte, bitte. Kumpanei ist Lumpanei, Katzan. Kumpanei ist Lumpanei. Ich bin halt so gestrickt, ich bin jetzt Mitte 50, okay, wenn ihr gut dokumentiert, wer schreibt, bleibt. Und einfach sauber dokumentiert und das dann alles, wirklich sollte es so sein, dass die Bank oder das Finanzamt das sehen will, ja gut, dann kann man es vorlegen, Punkt. Aber diese Steuergeschichte, verstehe mich nicht falsch, aber ich bin da echt kein Fan davon. Matthias, danke Olli, bis morgen. Ja, danke dir. Wir sehen uns morgen Abend wahrscheinlich, beziehungsweise ihr seht mich. Das ist schon immer ein bisschen unfair, gell? Das wisst ihr. Aber wir haben ja bald Community-Treffen. Okay. Vielen Dank für deine wertvollen Kurzinformationen. Ja, Marie, du sehr gerne. Gar kein Thema. Außerdem bin ich heute geil drauf auf YouTube. Ich muss das so sagen. Leider auch zu spät. Werde ich sicher nacharbeiten. Danke für den Stream. Ich danke dir fürs Dabeisein, German. Danke dir. Ich bin's. Guten Abend. Hallo. Mario. Danke, Oliver. Schönen Abend und gute Nacht an alle. Liebe Grüße aus dem Mangfalltal. Diana wünsche ich dir auch. Schönen guten Abend an alle. Dejan, hallo, du kommst gerade am Ende des Streams. Und Leon, Crypto Recovery meinte, der XRP Automated Market Maker ist ausgefallen. Weißt du da mehr? Ja, ist er ausgefallen. Leon, heute Video ich glaube, 19 Uhr, das zweite heute. Da bin ich nochmal kurz drauf eingegangen. Ist gefunden, wird behoben. Ich habe eine deutliche Kritik gegenüber Ripple oder Ripple X besser gesagt, die das eben dann hier umgesetzt haben, haben sie Scheiße gebaut. Ich kann es nicht anders sagen. Aber ich gehe in dem Video trotzdem nochmal drauf ein, warum der so wichtig ist. Also das Problem wurde gefunden, es wird behoben. Jetzt werden sie wohl auf einer Sandbox dann eben das testen, ohne dass die Leute Geld verlieren. Man kann es selber testen. Hat Panos heute auch einen Tweet veröffentlicht oder Krippenreiter war es. Also Leute, auch bei denen passiert mal Mist. It is what it is. Es ist Technik, es ist Software. Auch die sind nicht frei von Fehlern. Toll, hab gar nichts mitbekommen. Ja, Michael, tut mir leid, ne, aber wir sind schon am Ende. Schieb den Regler zurück, tut mir leid. Aber ich habe mir gedacht, News gibt's am Anfang. Ich habe alle Links unten in der Videobeschreibung. Und das war's jetzt für mich. Jetzt ist schon wieder 10:30. Stunde haben wir voll fast. Okay, Mystery, hatte es nicht auf den Schirm heute, da wir wieder im Wald waren und Chaga gefunden haben. Gibt wieder leckeren Tee und sehr gesund. Okay, was ist das? Ich bin kein Teetrinker, gell? Außer ich habe Halsschmerzen. Leon, in großen Unternehmen wie Bosch etc. fällt auch immer wieder was aus. Das passiert eigentlich überall. Ja, es ist natürlich für ein Unternehmen wie Ripple schon ein bisschen peinlich, ne? Aber das sehen wir mal, was Emotionen mit uns machen. David Schwartz war so gehypt für den Automated Market Maker, weil der so wichtig ist für die DEX auf dem XRP Ledger. Ich habe das heute im Video mal kurz ausgeführt, wie wichtig der ist. Und der war halt ein bisschen gehypt. Und die Validatoren, die haben gesagt, ja, wir haben ein bisschen zu wenig Tests und haben es dann trotzdem abgestimmt. Weiß nicht, was da im Hintergrund passiert ist. Fakt ist, Menschen machen Fehler. Und Fehler wiederholen ist eine Entscheidung. Und ich glaube, das passiert kein zweites Mal. Darum geht's. Und wir aktualisieren noch alle unsere Apps auf unseren Handys, oder? Also. Jo. Und wer da jetzt ein bisschen so jetzt gleich ein bisschen rumfattet und ja, ein bisschen Hohn und Spott rauslässt, machen. Sind wir gewohnt. Das sind wir so gewohnt, das lässt mich so kalt. Aber ja gesagt, die müssen ihre XRPs verkaufen. Egal wer das ist. Ich kann mir nicht helfen. Ich schaue über den Tellerrand. Ich warte einfach ab, bis das alles mal losstartet. Und dann werden wir ja sehen, was da alles passiert. Und es wird eine Menge passieren. Es wird eine Menge passieren. Und nichts Schlechtes.
Okay, Michael, ich schaue es mir morgen früh an. Alles klar, danke. Sorry, es war jetzt wirklich aus der Hüfte geschossen. Chaga-Pilz. Ah, jetzt von Birken, genau. Erkundige, ja, danke dir. Ciao, jetzt klingelt's. Jetzt klingelt's. Marie-Louise, vielleicht war es eine kleine Attacke auf Ripple. Was meinst du? Der Automated Market? Nein, nein, das war keine Attacke. Ach, du meinst jetzt, dass die Validatoren vielleicht irgendwie gedacht haben, na, jetzt wollen wir mal gucken, jetzt sagen wir mal, wie wichtig wir sind. No incentive ist good incentive, sagt der David Schwarz immer. Also kein Incentive ist ein guter Incentive. Dass die Validatoren jetzt trotzdem alles für weiterhin für Umme machen sollen, weil solche Anreize zu schaffen, ist nicht gesund. Und vielleicht haben die Validatoren deswegen das so abgestimmt und haben. Könnte ich mir, so bitter das ist, ich könnte mir sogar vorstellen, weil wir wissen ja alle, wie die Menschen so ticken momentan. Aber die guten Entwickler werden das lösen. Ich habe schon ein paar Tweets gelesen von Witzi und von Panos. Auch Krippenreiter hat schon reagiert. Das wird behoben und dann ist gut. Ja, aber da haben sie trotzdem Scheiße gebaut. Die hätten das niemals so live gehen lassen dürfen. Ist passiert. Augen zu und durch, auch da. Ich wünsche euch von Herzen, werdet Zeit und bleibt gesund, bitte. Ja, und oh, schön, Mystery. Joey, Ripple ist ein automatisierter Millionärsmaker, oder meinst du jetzt? Das wäre nett. Fuad, lieber Olli, vielen Dank für deine unermüdlichen Recherchieren und wünsche allen Glück beim Bullrun. Gute Nacht. Wünsche ich uns allen auch. Danke dir, Fuhr. Sehr, sehr lieb von dir. Nochmal, von Herzen. Werde Zeit und bleib gesund. Bitte, bitte, wir sehen uns im nächsten Video oder vielleicht morgen dann 19:30 Uhr, wie immer pünktlich zum Livestream. Ciao und eine gute Nacht, Freunde. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve. Years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. One year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You could see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, XChange. What crypto is XChange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's Digital Asset Division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economics of Germany? Former Business Director at Swift? Former Swift board member? Former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team, Ripple, who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojoloop, IMF's high-level advisory board on fintech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WF website, Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide.